Da sind wir leider noch nicht ganz vollständig bei dieser Runde, aber das wird sich hoffentlich in den nächsten Minuten noch ändern. Ja, wir haben ein Thema gewählt heute Morgen hier auf der Plenarsaalebene des Deutschen Bundestages, das ja gestern schon entschieden worden ist, was wir eigentlich eher selten machen, denn normalerweise reden wir über Themen, die vor einer Entscheidung stehen, aber weil die Ergänzung des Strafgesetzbuch Paragraphen 219a erstens mal in relativ kurzer Zeit hier behandelt worden ist, im Parlament in gerade mal 8 Tagen, Anfang dieser Woche ist die Anhörung dazu gewesen, dann eben gestern am sehr, sehr späten Nachmittag, eigentlich am frühen Abend, dann noch mal eine relativ knapp bemessene Debatte und dann eben auch die Entscheidung. Dann haben wir gedacht, da sind so viele Fragen noch offen, das sollten wir vielleicht noch mal thematisieren und das eine und andere nachfragen. Im Moment haben wir nur die Seite bei uns, die das Ganze kritisch sieht. Das stimmt nämlich gar nicht. Jetzt sind wir nämlich komplett und jetzt bauen wir mal vor laufender Kamera um und dann stelle ich auch meine Gäste kurz noch mal vor. Also Elisabeth Winkelmeier-Becker ist da, Rechts- und Verbraucherschutzpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, war und ist eigentlich gegen eine Ergänzung des 219a gewesen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, können Sie auch gleich noch mal erläutern. Und Katja Dörner ist bei uns, war und ist für die Abschaffung dieses Paragraphen insgesamt. Und deswegen, ich habe gerade schon gesagt, das ging alles so schnell in dieser Woche mit diesem Paragraphen, dass wir das jetzt noch mal nachbesprechen, weil einfach viele Fragen offen sind. Und deswegen mal gleich am Anfang, Frau Winkelmeier-Becker, wem nützt dieser Kompromiss? Außer der Koalition, wie manche sagen. Also in der Tat, das ist ein Kompromiss, für den sich auch beide Seiten wirklich bewegen mussten. Also beide haben Maximalpositionen aufgegeben. Deshalb finde ich das zunächst auch gut, dass wir diesen Kompromiss gefunden haben. Und wir haben darin zwei Anliegen aufgegriffen, die ja nicht unplausibel sind. Und zwar aus dem Blickwinkel der Frauen, dass sie jetzt genau wissen, wo finde ich erstens solide, fundierte medizinische Informationen und wo finde ich auch dann die Adressen derjenigen, bei denen man einen Abbruch machen kann. Und aus dem Blickwinkel der Ärzte ist jetzt eben auch eine Sicherheit gegeben, dass man zumindest über die Tatsache, dass in der eigenen Praxis Abbrüche durchgeführt werden, informiert werden kann. Und das waren zwei Anliegen, die die ganze Debatte ja durchzogen haben. Darum sollte es gehen. Und genau das haben wir dann auch sehr zielgerichtet aufgegriffen und ich denke, in einer Art und Weise auch gelöst, die keinen Zweifel lässt, dass im Kern das Werbeverbot erhalten bleibt. Das war ja uns sehr wichtig, aber eben diese zwei gezielten Punkte doch gelöst werden konnten. Frau Winkelmeier-Becker hat das jetzt ausgeführt, was verändert worden ist. Und in der Tat ist doch auch die Frage, dass die Möglichkeit, dass man sich, dass Ärztinnen und Ärzte und Kliniken jetzt sagen können, ja, wir nehmen Schwangerschaftsabbrüche vor, ohne dass sie Strafen befürchten müssen, ist doch auch tatsächlich ein Fortschritt im Vergleich zu der Lösung, die es vorher gegeben hat, oder nicht? Also insgesamt ist das aus unserer Sicht ein komplett verquerer Kompromiss. Frauen haben weiterhin kein umfassendes Informationsrecht. Die Ärztinnen und Ärzte dürfen zwar sagen, sie führen Abbrüche durch. Aber das ist schon ein Schritt nach vorne, oder? Es ist ein Minischritt, ja, aber es ist halt weiterhin keine wirkliche Rechtssicherheit für die Ärztinnen. Das ist ja in der Anhörung am Montag auch sehr deutlich gesagt worden. Sie dürfen sagen, sie führen Abbrüche durch, aber beispielsweise nicht, wie und mit welchen Methoden sie die durchführen. Es ist völlig absurd, wenn Ärztinnen und Ärzte auf die Methoden hinweisen, sachlich und informativ auf ihrer Internetseite beispielsweise, dann wird das strafrechtlich belangt, während staatlicherseits beispielsweise über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung die gleichen Informationen im Internet völlig straffrei und unproblematisch zur Verfügung gestellt werden können. Und das zeigt ja schon, wie absurd und verquer dieser Kompromiss gestrickt ist. Und insbesondere das Informationsrecht von Frauen wird nicht so wahrgenommen und wird nicht so gestärkt, wie wir das für sinnvoll gehalten hätten. Wäre in der Tat auch meine nächste Frage gewesen. Aber bevor ich sie Ihnen stelle, beziehungsweise die weiterleite, ich würde sie gerne noch ein bisschen sortieren. Wenn Sie noch ein kleines bisschen nach hier gehen und Sie ein Stückchen vor, stehen wir alle viel besser im Licht und die Leute im Ü-Wagen und auch zu Hause vor den Fernsehschirmen können sie viel besser sehen. Also das, was Katja Dörner gesagt hat, auf der einen Seite Informationen nicht strafbar, wenn man sie da abruft, aber wenn man sie auf der Seite von Ärzten, Ärztinnen, Kliniken abruft, sind sie auf einmal strafbar. Das macht in der Tat keinen Sinn. Wie erklären Sie diesen Widerspruch? Es geht immer noch um die Unterscheidung zwischen denen, die informieren wollen. Das darf jeder, das darf auch bisher jeder. Sie finden auch bisher fundierte Informationen, zum Beispiel auf Wikipedia, bei Krankenkassen, bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Kurzer Einwand. Warum nicht bei denen, die es machen und die eigentlich auch wissen, was da passiert, also eben Ärztinnen, Ärzte, Kliniken, warum dann nicht da?
weil es da dann eben immer in Verbindung mit dem Angebot dann eben doch den Charakter von Werbung hat, in der Art und Weise, dass ich über die Information an die Kundinnen, an die Patientinnen herankommen will. Und das ist dann eben Patientenakquise. So hat das in aller Deutlichkeit das Amtsgericht Gießen auch im Fall von der Gießener Ärztin ausgedrückt. Das ist der eine Punkt. Es ist dann eben nicht nur die Information, sondern auch der Schritt an die Patientin heran. Das ist das eine. Und das andere ist, worum es uns auch ging, das ist eben auch gerade eine Lehre aus diesem genannten Fall, dass wir eben sicherstellen wollen, dass dann nicht eine selbstgestrickte Information an der Stelle ins Netz gestellt wird, wo dann zum Beispiel von Schwangerschaftsgewebe gesprochen wird. Das entspricht nicht den medizinischen Grundkenntnissen und es entspricht auch nicht dem Menschenbild, was natürlich auch dahinter steckt und das wir vertreten und das auch das Bundesverfassungsgericht vertritt, sondern da ist eben davon auszugehen, Mensch von Anfang an, und wer von Schwangerschaftsgewebe dann spricht, der spricht eben Menschenrecht und Menschenwürde genau dem ab. Wie viel Werbung kann in Information stecken, Frau Dörner? Also zunächst mal, die Berufsordnungen der Ärzte verbieten Werbung sowieso. Auch das zeigt, dass der 219a nicht mehr zeitgemäß und überhaupt nicht nötig ist und abgeschafft gehört. Und ich finde auch das, was Frau Winkelmeier-Becker gesagt hat, zeigt ja, mit wie viel Misstrauen den Ärztinnen und Ärzten, die ja eigentlich Expertinnen in der Sache ist, seitens der Koalition weiter begegnet wird. Ja, die Ärztinnen und Ärzte sind die, die sich da am besten auskennen und die sollten aus unserer Sicht eben wirklich informieren dürfen. Wenn man ins Internet schaut, ja, dann sieht man ja, welche wirklich absurden Informationen da von wem auch immer eingestellt werden dürfen. Das ist straffrei, das ist überhaupt kein Problem. Aber die Ahnung haben, die dürfen nicht umfassend informieren. Und das ist ja das Absurde an der ganzen Diskussion. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Gegenrede. Ja, trotzdem kommt dann so etwas dabei raus, dass eine Ärztin eine Information hineinstellt, in der von Schwangerschaftsgewebe die Rede ist. Und das ist eben der Punkt, wo es eben nicht geht. Und deshalb haben wir sehr bewusst dafür gesorgt, dass dann eben nur verlinkt werden kann, eben dann, wenn es mit einem Angebot verbunden ist, dass dann eben nur verwiesen werden darf auf eben fundierte Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder der Ärztekammer. Sie haben in einem Namensartikel im Tagesspiegel, ich glaube im Dezember, unter anderem geschrieben, 219a sei überhaupt nicht von großer Relevanz. Warum halten Sie denn trotzdem so massiv dran fest? Ja, also wir hätten ihn deshalb auch nicht auf die Tagesordnung gesetzt, sondern er hat seine Bedeutung im Sinne des Schutzkonzeptes, wenn ich das nochmal ausführen darf, ausgehend von der Überlegung, wir haben hier einen Menschen, der sich entwickelt im Mutterleib und der hat Lebensrecht. Und der Staat muss ihn in gewisser Weise schützen. Er kann sagen, ich möchte das nicht tun, indem ich die Frauen kriminalisiere, sondern ich möchte das mit der Frau tun und deshalb in einer Beratung. Und diese Beratung wird entwertet, wenn gleichzeitig eben eine gegenläufige Werbung zugelassen wird. Und deshalb war dieses Werbeverbot immer mit im Paket. Das hat die Kollegin, gestern auch ausgesprochen von der SPD, hat das nochmal alles sehr deutlich. Ulla Schmidt hat geredet, genau, und sie hat das nochmal sehr klar gemacht, dass das Werbeverbot immer in allen Diskussionen um den 218 unangetastet geblieben ist, weil keiner daran wollte. Jeder hat den Grundsatz aufrechterhalten, dass es keine Werbung geben darf, und das halte ich auch für richtig. Die Staatsanwaltschaften gehen sehr nachsichtig mit den Ärzten um, die da ein Problem haben, die sich an dem, die vielleicht darüber hinausgehen, was erlaubt war bisher in der Vergangenheit, und haben gesagt, so und so wäre es richtig, und dann ist es auch eingestellt worden. Deshalb gibt es nicht viele Zahlen. Ich lasse gleich ein bisschen länger antworten. Ich muss aber an einer Stelle jetzt hier trotzdem noch mal intervenieren, weil Sie auch von Schwangerschaftsgewebe gesprochen haben und der Definition von Leben und all diesen Dingen, die da auch eine große Rolle reinspielen. Aber müssen Sie nicht konsequenterweise dann den Paragraph 218 ändern, der Abbrüche unter bestimmten Bedingungen bis zu einer bestimmten Frist ja zulässt? Wäre das nicht dann konsequent, statt an dieser Stelle zu bremsen oder zu verhindern, dass es weniger Abbrüche gibt? Weil anders kann man das ja kaum deuten. Definitiv nicht. Also ganz klar, wir halten dieses Konzept, dass dieser Konflikt zwischen dem Lebensrecht des Kindes und der Selbstbestimmung der Frau so aufgelöst wird, wie er jetzt im Gesetz steht, nämlich mit einer liberalen Fristenlösung, die akzeptiert, dass die Frau das entscheidet, weil sich niemand an ihre Stelle stellen kann. Jedenfalls schon gar nicht mit dem Strafrecht. Aber
Der Schutz fürs Kind muss da sein, der muss wirksam und effektiv sein, sonst haben wir ein Untermaßverbot verletzt, was das Verfassungsgericht auch genannt hat. Wir brauchen deshalb diese Beratung, die offen und zum Leben ermutigt. Das zusammen ist das Paket. Ich halte das für eine sehr, sehr gute Lösung, die im Übrigen auch ein sehr gutes Frauenbild auch transportiert, weil eben der Frau genau diese Verantwortung und Selbstbestimmung eingeräumt wird. So, und jetzt dürfen Sie das alles erwidern, was Sie seit ungefähr 3 Minuten, ich habe es beobachtet, irgendwie dringend loswerden wollen. Also ich würde auch die Diskussion 219a und 218 trennen. Aber das ist ja gerade in dieser Debatte von Seiten der Union an vielen Stellen nicht gelungen. Und ich möchte noch mal sagen, es geht nicht um Werbung, ja, beim 219a, sondern es muss um Information gehen. Und ich habe mich sehr daran gestört, ja, dass häufig suggeriert wurde, ja, im Bundestag von Seiten der Union, als würden sich Frauen durch Werbung zu Schwangerschaftsabbrüchen animieren lassen, ja. Als würde der 219a dazu führen, ja, ich sage das jetzt mal ganz zugespitzt, ja, 2 Abbrüche zum Preis von 1. Und das ist wirklich auch ein Frauenbild und ein Bild mit Blick auf die Ärztinnen und Ärzte, das ich wirklich nicht akzeptabel finde. Wir haben den Zustand, dass Männer ja vor allem, ja, sogenannte Lebensschützer im Internet unterwegs sind und sich einen Spaß daraus machen, Ärztinnen zu finden, ja, die Abbrüche vornehmen und dafür auf ihrer Internetseite auch hingewiesen haben, um die dann anzuzeigen. Und wir haben diese krassen Verfahren, die ja auch in ersten Instanzen mit Verurteilungen geendet sind. Und das zeigt eben, dass wir ganz dringend einen Änderungsbedarf hatten beim 219a. Und wenn man sich dieses Konstrukt anschaut, dann sieht man, er ist überflüssig, ja, weil Werbung bei Ärzten, Werbung sowieso verboten ist. Und das finde ich auch richtig. Aber das immer zu vermischen und so zu tun, als würde von den Ärztinnen für Abbrüche geworben, das finde ich eigentlich völlig unzulässig. Und das hat auch diese Debatte vergiftet. Und deshalb bin ich der Meinung, wir müssen weiter uns dafür engagieren, dass der 219a abgeschafft gehört. Der gehört nicht mehr in unsere Zeit und ist wirklich eine Misstrauenserklärung an das Selbstbestimmungsrecht von Frauen. Ich glaube, ich möchte noch gerne ergänzen, dass der 218a ist natürlich von den Demonstrantinnen immer wieder hochgehalten worden. Also, dass der in das Gesamtpaket gehört oder dass jedenfalls das nicht voneinander getrennt diskutiert werden kann, das spricht schon einiges für. Aber die Frage, ob man an 218 dran soll, die ist von der anderen Seite gestellt worden. Jetzt haben Sie mich da gerade gefragt. Von unserer Seite ist der überhaupt nicht in Frage gestellt worden, sondern wirklich von der anderen Seite. Und da kommt natürlich auch zum Ausdruck, dass die allererste Frage hier unterschiedlich beantwortet ist. Und das ist nicht der Blick auf die Frau, die sehen wir auch in großer Verantwortung und auch Selbstbestimmung, sondern der Blick auf das Kind ist das, was uns unterscheidet. Und wenn man natürlich sagt, das ist nur ein Zellhaufen, dann kann man natürlich keinen 218a ertragen, dann kann man auch keinen 219a ertragen. Aber da ist eben ganz definitiv unsere Ansicht eine andere. Also das ist definitiv nicht der Fall. Ja, sondern es ist aus unserer Sicht wirklich der Blick auf die Frau, wo der Unterschied ist, ja, ob man wirklich sagt, die Frau kann entscheiden und die Frau lässt sich beispielsweise nicht durch Informationen auf Internetseiten zu Schwangerschaftsabbrüchen motivieren. Sie haben das selber, Sie haben das selber in den Plenardebatten quasi so dargestellt und dass der 219a deshalb erhalten bleiben muss, ja. Und da ist der große Unterschied, ja, dass wir sagen, natürlich sollen Frauen sich so umfassend und so gut und auf dem Wege, wie sie das wollen, ja, informieren können. Und da machen sie eben weiter Restriktionen. Und das ist der Unterschied in dieser Debatte. Und die Ärztinnen und Ärzte sollen nicht weiter mit einem Fuß im Knast stehen, weil wir weiter eine Regelung haben, die sie darin limitieren, ja, auch dem, was eigentlich, ja, ihrem Berufsverständnis entspricht, ja, ihre potenziellen Patientinnen und Patienten umfassend beraten zu können, das nicht machen zu können. Das ist ja beispielsweise in der Anhörung auch sehr deutlich geworden, ob das nicht tatsächlich auch eine nicht akzeptable, rechtlich nicht akzeptable Einschnitt in die Berufsfreiheit der Ärztinnen und Ärzte ist. Dieses Thema wird uns ja weiter beschäftigen, so habe ich zumindest die Kolleginnen und Kollegen verstanden. Und deshalb kann ich das überhaupt nicht akzeptieren, dass Sie jetzt sozusagen im Zusammenhang mit 218a so tun, ja, als wäre ungeborenes Leben den anderen Fraktionen in diesem Hause nichts wert. So,
Diesen Punkt werden wir wahrscheinlich hier überhaupt gar nicht geeinigt kriegen. Da bin ich relativ sicher und wahrscheinlich auch in einer ganzen Stunde nicht. Gucken wir ein bisschen nach vorne. Die FDP hat zumindest vor der Entscheidung darüber nachgedacht, ob man einen Normkontrollantrag stellt beim Bundesverfassungsgericht, um zu überprüfen, ob das, was gestern verabschiedet worden ist, überhaupt verfassungsgemäß und verfassungskonform ist. Sie sind ja Richterin auch. Wie verfassungskonform halten Sie das, was da gestern verabschiedet wurde? Ja, für sehr verfassungskonform. Die FDP kann natürlich ihre Rechte wahrnehmen und etwas zur Prüfung stellen, wie sie das will. Aber wir haben ja auch etliche Verfassungsgerichtsentscheidungen zu dem gesamten Komplex. Und da sehe ich, dass dieser Kompromiss sich doch drin bewegt. Wie gesagt, wir haben gerade vom Verfassungsgericht ja hergeleitet, dieses Konstrukt einer liberalen Fristenlösung in Verbindung mit der unterstützenden und ermutigenden Beratung, an dem halten wir fest. Und es ist weiterhin auch abgesichert durch den Grundsatz des Werbeverbots. Der Artikel 12, auf den sich die Ärzte berufen, spielt in dieser Abwägung nur eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Das haben auch die beiden Gerichte sehr zutreffend dargestellt im Gießener Fall. Und das hat auch ganz, ganz klar die Anhörung nochmal ergeben. Und das liegt auch auf der Hand. Im Übrigen, wir reden ja auch über Werbeverbote an anderer Stelle, zum Beispiel auch aktuell im Bereich Tabakwerbung und dergleichen. Da habe ich noch nie gehört, dass sich die Grünen jetzt dann in die Bresche werfen für Artikel 12 derjenigen, die nun Tabakprodukte herstellen. Ich habe noch nie gehört, dass sie sich dafür einsetzen, dass das endlich mal passiert. Beim Gießener Fall müssen wir jetzt mal abwarten, was die Berufungsinstanzen oder die Folgeinstanzen da noch entscheiden. Ganz kurz zum Abschluss. Das, was ich eben angesprochen habe, Normkontrolle. Antrag. Es bräuchte 25% hier im Parlament. Würden Sie mitmachen? Also wir prüfen das und wir sind weiter mit der FDP im Gespräch. Wenn wir da Möglichkeiten sehen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die grüne Fraktion sich dem auch anschließt. Wir haben das aber noch nicht entschieden und auch noch nicht intensiv beraten. Die Debatte wird weitergehen, da bin ich ziemlich sicher, weil das ist ein so konträres Feld, wo man sehr unterschiedliche Ansätze haben kann und auch sehr unterschiedliche Schwerpunkte setzen kann. Wir haben es heute Morgen wieder gesehen und gehört. Danke, dass Sie da gewesen sind und danke, dass Sie das so kontrovers diskutiert haben. Elisabeth Winkelmeier-Becker und Katja Dörner, auch Ihnen vielen Dank.